Der hier im Baum? Ja, bestimmt. Schick mir mal, du siehst doch da unten irgendwas. Da ist er, ja. Komm her. Hab dich genau gesehen. Komm her jetzt. Wie ich immer daneben haue. Geschafft? Ja, hier war eh Ende. Da wär's nicht weitergegangen. Und damit haben wir das Minigame beendet. Und zwar mit 100 Punkten. Wir sind die Sender. Sieger, Sieger. Aber wir waren ganz schön lahm. Ja. 1,36. So, was hat er zu sagen? Gut gemacht. Alle gefunden. Bravo. Das habe ich bei meinem Versteck gefunden. Du kannst es sicher gebrauchen, Kirby. Nein! Warum hauen die mir eigentlich alles mal auf den Kopf? Weil die dir sagen wollen, du bist doof. Guck mal, wir haben Stoffe erhalten. Naturblau. Ja. Yeah. Das war super. Wir sollten irgendwann wieder mal Verstecken spielen. Ja, irgendwann mal. Hallo, warten Sie. Prinz Plüsch, Herr Kirby, ich war gerade auf der Suche nach Ihnen. Ja, ich müsste Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Und noch so einen Auftrag. Ich möchte das Haus um ein neues Stockwerk erweitern, habe aber nicht genug Perlen. Können Sie mir vielleicht sagen, wie viel 10.000 Perlen bringen? Ja, natürlich. Haben wir immer. Ja. Wunderbar, was würde ich nur ohne Sie beide machen? Wir haben auch keine Auswahl gehabt, ne? Ich warte draußen, also kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie die Perlen haben. Naja, okay, wir könnten Ihnen jetzt einfach keine Perlen bringen. Siehst du, habe ich ja gesagt, teure Miete. Komm, ziehst du ein, musst du 10.000 Perlen abdrücken. Na komm, einfach jetzt. Mal gucken, wie viel haben wir denn? Selbe Idee, war klar. Ich glaube, wir haben gerade mal 3.000 oder so. Scheiße, ernsthaft? Ich glaube ja, wenn man pro Level... wir haben 8.000? Wollte gerade sagen. Okay, komm, erstmal... Nein, erstmal weiter. Wollte gerade sagen, wir haben doch gerade mal pro Level 1.000 gemacht, oder nicht? 3 Level? Keine Ahnung, wir haben schon einiges gesammelt. Aber, boah, nicht schlecht, 8.000 Perlen schon. Da gehen die Perlen vor den Stoffgarn. So, und wohin mit diesem jetzt? Ne, hier, irgendwo weiter. Ah. Oh, ein Wecker. Oh, ich glaube, der wird ganz schön muffelig sein. Er wurde geweckt. Erstmal weiter pennen. Oh, nicht schlecht. Regenbogenfälle. Ab in die Regenbogenfälle. Genau, klau dem Regenbogen das Fell. Ab. Drei Schätze, wie immer. Los geht's. Werden wir auch finden. Und wenn nicht, machen wir es so lange, bis wir es gefunden haben. Jo. Lade, lade, lade. Also lade, bisher mussten wir noch nichts offscreen nachholen. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Pass auf, die fallen noch weg. Die Dinger gehen baden. Hey, der wollte mich gerade mitnehmen. Oh nein! Wie wir es beide hochgeschafft haben. Regenbogen. Wer diese Skulptur in der Wohnung hat, sieht immer einen Regenbogen. Och, ehrlich? Hätte ich jetzt nicht mit dir rechnet. Ehrlich nicht. Könntest du mal anständig da hochspringen? Nein, und dich lasse ich auch nicht. Oh nein, ich bin abgesoffen. Wir verlieren, glaube ich, Leben, wenn man abseucht, oder? Ehrlich? Also nicht Leben, sondern Dings. Kristalle. Oh. Ah, das ist ja... Ja, das... Weißkroko. Nein, warte, werden wir jetzt sehen. Ja, ehrlich. Stimmt, hast recht. Das ist ja scheiße. Also, oh, okay, Gott. Also, boah, nicht spielen ab jetzt. Wie ich voll gegen den gefahren bin. Miep. Nimm mich mit. Will nicht sterben. Pass auf, nicht da runter. Wow! Diamantdusche! Eine Perldusche. Oh, da kommt ein Auto. Oder, nein, da kommt eine Schlafmurmel. Hau dich! Wie er sich nicht schlafen lässt. Eiskalt. Geh weiter, da ist nichts. Oh, irgendwie. Passiert da nichts, oder? Doch. Oh mein Gott. Wow, oh mein Gott. Schnell, Vollgas. Geh weg. Oh. Erwischt. Hier oben noch irgendwas? Ich weiß nicht, ich komm nicht hoch.
Nimm mich mal oder so. Kann ich da unten? Warte. Ich wollte gerade sagen. Da kommen wir wahrscheinlich eh hin. Komm mit. Na gut. Nein, komm, ich muss gerne wieder ein. Das ist gar nicht, dass die Viecher uns auch wehtun können. Nein! Oh. Du hast es kaputt gemacht. Oh nein. Ja, let's surfing. Musst du? Nein, ich kann nichts machen. Doch, das bist du. Guck, du steuerst. Was? Ehrlich? Oder? Nee. Muss 1 und 2 gleichzeitig. Ach, du musst fliegen. Wie hab ich das gerade eben gemacht? Weiß ich nicht, ah? Warte, nein, ah, verstehe. Ah. Oh, ist das schwierig. Hey. Verdammt. Dann müssen wir das nochmal machen. Oh, das ist aber auch schwer. Aber es war ja nur eine Kleinigkeit zu kommen, oder? Alter, was? Kann man auch doppelt fliegen oder so? Boah, das ist heftig. Nein, kann man nicht. Weiß der Kuckuck, wie das geht. Also, das ist echt... Oh, verdammt. Ja, da haben wir aber echt nichts gefunden. Wie war das vorhin noch mit noch nichts aufs Spiel nachholen? Guck mal, es geht noch weiter. Nein. Oh ja. Oh, Glück hast du Glück ab. Peter. Boah, waren wir schlecht. Nicht mal alle Perlen. Ah, doch, genug aber für Gold. Was ist das denn für eine Bohne? Ei. Wir sollten uns was schämen, ey. Da waren wir richtig schlecht. Richtig schlecht waren wir. Egal, zeigen wir am besten nicht, wie wir gut da drin sind. Wir machen das einfach offscreen irgendwann. Genau. Du hast vorhin Flicken gefunden. Eine Bohne. Woho, eine Bohne. Hey, es gibt ein neues Level für Verstecke. Was war? Versteckspielen? Ach so, da hat das Dings, da muss da dieses komische Vieh was. Ja, hier. Ja, genau. Das Such mich. Such mich Spiel. Plupp. Kommt doch jetzt eine Bohne raus. Eine Bohnenranke. Tom und die Bohnenranke. Yeah. Ich in der Luft auf deinem Kopf stehe. Wie du auf meinem Kopf rumtanzt. Eiskalt. Meine Tür. Oh, Mist. Okay, wieder drei Schätze. Mal gucken, ob wir diesmal verkacken. Ja, also das mit dem Pinguin müssen wir nochmal üben. Mhm. Das war echt schwierig. Und ich wusste nicht, dass ich zappeln muss. Also Controller schütteln, damit der Pinguin fliegt. Für alle, die es wissen wollen. Indianer-Feature. Yeah, komm her. Oh, ich gehe auf den Köpfen von Indianer. Kommst du wohl wieder hoch? Mein Pfeil. Ich nein, ich sag. Nein, ich fall. Nein. Hast du auf zu sterben? Komm her. Ja, schön. So geht das. Da ist ein Stern. Warte, ich werf dich hier rüber. Komm her. Yay. Vorsicht. Da ist ein Ding. Kannst du die Pfeile unterwegs abfangen? Cool. Oh nein. Da ist die Kiste. Ja. Kommt man da dran? So jetzt nicht mehr. Warte, komm her. Dieter. Yeah! Sichtschutz! An dieser Wand ranken sich Kletterpflanzen empor. Ah, guck mal, da oben ist noch mehr. Meins, alles meins. Oh, oh, oh. Komm zurück. Rette mich! Boah, knapp. Du musst auch schon fliegen. Nein! Ah, ich flieg doch schon. Nein! Ah, flieg zurück! Warte!
du Wahnsinniger. Nein, komm runter! Komm runter! So ein Mist, ey. Wir sind ja gut. Wir nehmen. Warte mal. Ah, die Schirmis, lass die leben. Ja. Ich kann doch bestimmt auf den Schirmis rumlaufen. Ja, genau das. Lass mich erstmal zurückkommen. Ah, geht nicht mehr. Schon oben. Oh ja. Komm wieder runter. Meine Luftballons. Oh. Ach so. Muss wirklich drauf rumfliegen. Ich sieht einfach, indem ich auf dem seinem Kopf rumtrampel, anstatt auf den Luftballons. Gehen kaputt. Mir doch egal. Da ist schon neuer. Halt. Ah, nein. Ja, jetzt hast du es geschafft. Ja, ich kam nicht mehr runter. Komm einfach mit. Gut ist. Wieder her. Meine Ballons. Ah, okay, brauch neue. Wohl? Du musst da rechts rüber. Ja, schmeiß mich gegen das Blödchen. Ja, warte. Boah, erst ein Ballon und der muss weggucken. Ah, klar. Was ist da rechts? Das ist eine Fliegebiene. Nee, egal. Weiter geht's. Ah, komm runter. Weiß der mich ja eiskalt voll weg. Hoppala. Kommst du wohl wieder? Ja. Ich würde sagen, genau. Ah, umso öfter du hüpfst, umso schneller werden die kleinen, die Ballons. Ja. Warte, das muss doch gehen. Was? Oh, hier oben ist dann E-Schicht. Ja, aber warte doch mal. Kommen da jetzt noch welche? Dann halt. Nee. Irgendwie muss man dahinter gehen. Pass auf, eine Raupe. Ja, wo kommst du denn her, Big Mama? Na, das war ja gelungen. Gib mir den Stern wieder! Verdammt, der ist weg. Schau, pass doch mal auf, geh da weg von dem Boss. Ich wollte nur meinen Stern wieder haben. Doofes Vieh. Wenn du einen Garten wirft, fange und gedrückt halten. Weiß mich doch einfach. Toll. Können wir auch vorher machen können. Warte. Okay. Naja, hier kriegt man ja wenigstens ein paar Goodies wieder. Uff. Das wären wir auch ziemlich aufgeschmissen. Mein Spielzeug. Du hast unsere Ballonaffen kaputt gemacht. Ja, nicht wahr. Ah. Man muss einfach drauf hüpfen. Pass auf. Was war denn das? Bleib hier, nimm mich mit. Nein. So schön, ganzen Kristalle. Ich hab sie alle wieder. Töte das blöde Vieh. Hab ich gerade getan. Wow. Was hast du denn da? Das war jetzt auf gut Glück. Ey, kommst du wohl wieder runter? Na, ich bin unterwegs. Wunderbar, immerhin ein bisschen was wieder. Komm her! Wow! Werf mich darüber! Nicht, das Spiel hat gerade geleckt. Werf! Wow! Wir haben ein Wolkenkissen. Dieses flauschige Kissen garantiert zu 99% einen heiteren bis wolkigen Schlaf. Und bei 1% einen sonnigen. Ja. Oder einen Schauern. Was hast du denn jetzt gemacht? Warum tötest du die Dinger?
weil der hier landet. Nein, komm. Und dann ist vorbei. Wow. Ich hab geschummelt. Dann springen. Warte, ich komm mal runter. Sollst du uns nicht runterschubsen? Hatte ich gar nicht vor. Aber wir müssen da rüber. Da oben ist ein Stern. Hab ihn. Hier weiter. Ja, hier rechts war. Sicher! Verdammt! Rechts. Da waren wir doch eben, da war die Kiste. So, echt? Ja. Bis weiter hoch. Oh, sehr knapp. Ja, komm hoch. Da ist das Ziel. Boah, ernsthaft? Wir waren schlecht. Ja. Naja. Wir waren gut. Wir haben auch noch Gold komplett bekommen, der Schließe. Das war jetzt gut. Naja, immerhin haben wir Gold noch geschafft. Bling, bling. Da gingen die Perlen vor die Garne. Die 10.000. Oh, es fehlt die CD. Oh, okay, offscreen. Ja gut, ist ja nur beziehungsweise müssen es ja trotzdem reinschneiden. Ja. Um zu zeigen, wo die Sachen sind. Ja, wir haben genug Perlen für das neue Stockwerk, stand da gerade. Erstmal gehen wir jetzt hier... Flip. Weiß, ich hab's ja gesehen. Oh. Deswegen sagte ich ja, da gehen die Perlen vor den Stoffgarn. Ist ja witzig, jetzt geht es auch noch weiter hoch. Ja. Bis in den Himmel. Oh, ist das schon der Boss? Ist das schon der Riese? Das ist Hans. Nee, Tom. Tom und die Bohnen, Hans und die Bohnenranke. Jetzt schon Horst und die Bohnenranke? Ich will aber lieber Dieter und die Bohnenranke. Dieter, mach mal Bohnen. Warte mal, was ist denn da links? Eine Eule? Ja. Was macht die Eule? Okay, oh, Fangora, Highscore, Perlen und Serien. Keine Dings, dann wollen wir mal. Keine Schätze, ja, dann wird das ein Boss sein. Ja. Ob wir da Gold kriegen? Ich meine, den hatte ich auch schon gesehen gehabt. Ich weiß es nicht, der ist schon so lange her. Keine Ahnung, das Spiel ist für mich komplett blind. 100%. Mach die Augen auf, dann bist du nicht mehr blind. Doch. Bin dauernd. Pass auf. Geht los geht's! Weiß mich. Boah, hast du gut gemacht. Wow. Wow. Ah. Ist ja lustig. Da rupst du dem einfach die Zunge raus. Mach den. Miep, miep. Oh. Warte, nein, da kommt er hoch. Wow. Genau unter dir. Genau unter uns. Victor. Das geht noch nicht. Nein, nein, er war auch falsch. Oh. Wow. Erstmal die Boss-Mechanik kennenlernen. Volle 16-Mann-Raid. Ja. Geh mal ein Stück. Wir müssen gleich nach. Wir müssen uns verteilen und, ja. Jetzt. Nein! Wir sind voll schlecht. Ja, wir sind so übelst schlecht in dem Spiel. Komm her, Knopfauge. Ich hab gedacht, man kann das Knopfauge direkt erwischen. Nee, leider nicht. Warte. Er wird weggeweht und jetzt kommt hier. Du musst auch springen. Oh, ey, ich hab springen gedrückt, aber irgendwie zu spät. Ja, du auch. Wir haben alle Kristalle wieder. Ja, aber wir sind schlecht und wir kriegen kein Gold. Aber wir haben das magische Garn geholt. Hätte besser sein können. Keine Drehscheibe? Nein, kein Zusatzbonus. Eieiei, den werden wir nochmal machen. Was haben wir gefunden? Da stand irgendwas. Keine Ahnung. Da stand, ich sollte drücken und dann... Damit es weitergeht,
Ich drücke, auf einmal steht da was Neues. Das geht direkt weg. Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Das magische Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Pizza Teil 3. Tja, ein Schokopizzastück. Ah, nee, ist ein Vulkan. Das Garn webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte zwei Teile Stofflands wieder zusammen. Grummel, grummel. Kirbys Magen knurrte, sodass er sich auf die Suche nach etwas Essbarem begab. Schade, dass es hier oben keine Tomaten gibt, dachte er. Plötzlich begann der Baum hin und her zu schaukeln. Zunächst dachte Kirby, es sei ein Erdbeben. Dann sah er, dass Prinz Plüsch am Baum rüttelte. So besorgen wir uns in Stoffland etwas zu essen. Kirby versuchte, sich so lange festzuhalten, wie er konnte. Doch das war nicht besonders lange. Ui, das sind aber viele Äpfel, rief Prinz Plüsch. Kirby war so verärgert, dass er hinter Prinz Plüsch herrannte. Er verfolgte ihn so lange, dass er seinen Hunger völlig vergaß. Warum verfolgst du mich auch? Nur weil dein Magen Grummel, Grummel gesagt hat? Nein, weil du mich vom Baum geschüttelt hast. Mach doch nichts. So macht das Spaß. Macht doch nicht so einen Krach? Muss ich aber. Warum? Weil ich gerade was gucken musste. Okay, Speichervorgang. Wir müssen in 15 Minuten kurz eine kleine Pause einlegen, weil ich dann kurz nach meinem Auto gucken muss. Tja, dann könnten wir auch jetzt machen, weil jetzt haben wir gerade die dritte Folge zusammen. Ja, das funktioniert nicht. Dann machen wir noch eine Folge und dann passt das. Okay. Er hat gesagt, 11 Uhr, vorher wollte ich nicht vorbeikommen. Hallo, Herr Eule. Hä? Cool. Boink, boink, boink. Was haben wir jetzt hier? Rein. Gar nichts. Okay, auf jeden Fall sind wir gerade auf dem Weg zurück und wollen mal das zweite Stockwerk bauen. Jupp. Yep.